Was geht ab, Fitnessfreunde? Willkommen bei Easy Fitness. Willkommen in meinem neuen Video. Ich habe lange keine Videos mehr gedreht. Das letzte Video ist ja schon ein paar Wochen her. Meine Challenge geht ja weiter und leider habe ich ein paar Up and Downs. Zurzeit läuft es nicht so gut mit dem Abnehmen, gerade wegen der Arbeit etc. Da komme ich kaum zum Sport. Aber wie gesagt, wenn die 95 Kilo anstehen, dann mache ich einen Formcheck für euch. Und ja, bin gerade von der Arbeit zurück, fahre gerade mit einem Kumpel, den Tashi. Bin jetzt zurück, war ein schöner Tag, ich hoffe, ihr genießt die Sonne. Das war alles, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch viel Spaß, schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es heißt Easy Fitness wieder am Start. Ja, mein Kumpel dreht gerade richtig viel auf mit seinen 350 PS und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Und schaltet wieder ein, gebt mir einen Daumen nach oben, ein Abo und ciao, ciao. Hast du noch gewartet? Oder was? Ja, ach, ich bin immer noch. Ich wusste, dass da was noch kommen wird. Scheiße. Tü. Okay, Mann. Okay. Ja, Leute. Ja, mein Kumpel hat gerade Feierabend, der freut sich übertrieben. Dicker, wie findest du das Feierabend-Wochenende? Wochenende! Herr Dicker, nein, Spritdickerchen. Was für Spritdicker? 50 Liter Verbrauch? Ja, zu, ich kann es leisten. Zack. Ja! Ach, war was, hast du gehört? Dicker, was war das, Alter? Hat geschrien. Ich muss sagen, das Stativ ist in Ordnung. Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Sobald es ja die WM, darauf freue ich mich am meisten, Dicker. Ja, ein bisschen Fußball. Wetten. Ja, man, wetten. Und was denkt ihr, Leute? Wer wird Weltmeister dieses Jahr? Ich weiß nicht, Deutschland. Afrika. Ich tippe mal auf. Ich glaube mal, Argentinien wird es machen. Ich tippe mal für mich Argentinien. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wer Weltmeister wird. Ich guck nur bin mal gespannt. Mein Kumpel hat sich einen neuen Wagen gekauft. Der muss noch zugelassen werden. Ja. Ich denke mal, die nächsten paar Tage. Lamborghini. Aber nur so freizeitmäßig. Super Veloce. LP750 hat er sich ausgeliehen oder gekauft oder. Gleich gekauft oder gekauft? Natürlich, natürlich. Nee, sind natürlich Träume von uns und irgendwann mal werden wir wahrscheinlich auch im Lambo fahren. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Fitness. Kommentiert, wer Weltmeister wird. Wir sagen, also ich sag Argentinien, du sagst. Deutschland. Deutschland, sagt er. Richtig, Deutschland. Deutschland, immer Deutschland.